Hannover-Linden. Einsatz für Atakan Akdak und Nadja Poleschikova. Polizeibeamte mit Migrationshintergrund. Sie gehören zur neuen Generation der Polizei in Niedersachsen. Ich sag's mal so, ich bin halt stolz darüber, dass auch Ausländer das geschafft haben, Polizisten zu werden. Und dann beginnt der Einstieg quasi mit, was für ein Landsmann bist du? Und wenn dann sagt er halt Türke, dann heißt es so, oh Mensch, ist doch gut. Und wie hast du das gemacht? Atakan ist Türke der zweiten Generation und gläubiger Moslem. In meiner Privatzeit bin ich türkisch, also hundertprozentig türkisch. Und im Dienst bin ich aus meiner Sicht eigentlich auch türkisch, nur dass ich halt berufsbedingt eine Uniform trage. Na Mühlenberg, это тоже там много аптека, все что хочешь. Nadja stammt aus Usbekistan. Mit 12 Jahren kam sie nach Deutschland. Der Beruf als Polizistin ist für sie gelebte Integration. Man muss für sich entscheiden, kann ich mich mit diesem Land identifizieren, kann ich mich mit den Gesetzen identifizieren, weil das, was ich arbeite oder das, was ich in diesem Beruf vermittle, daran muss ich auch selber glauben. Atakan Akdak ist in Dortmund aufgewachsen. Seine Eltern kamen Anfang der 70er Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland. Als junger Türke mit deutschem Pass will er als Polizist arbeiten. 2003 wird er in Hannover auf der Polizeischule angenommen. Ein Türke in Uniform. Damals noch exotisch. Also unabhängig, sag ich mal, von welcher Nationalität mein Gegenüber stammt, waren immer so die Blicke dann doch ein bisschen so, ja, der sieht da doch ein bisschen anders aus. Also nicht dieser klassische Polizeibeamte. Und dann kamen dann auch schon mal Fragen auf, was man dann für eine Nationalität ist. Und bei den deutschstämmigen Bürgern, sag ich mal, es war jetzt nicht negativ gewesen. Ne? Also man hat schon gemerkt, dass die einen so ein bisschen komisch angeguckt haben. Aber das hatte sich dann gelegt, sag ich mal, sobald man angefangen hat, die polizeilichen Maßnahmen zu treffen. Bundesweit gibt es rund 250.000 Polizeibeamte. Nur knapp 1% von ihnen hat Migrationshintergrund. Der Anteil der Migranten an der Gesamtbevölkerung dagegen beträgt rund 20%. Deshalb wirbt die Polizei in Niedersachsen seit 2005 verstärkt um Migranten. Atta, wie ihn seine Kollegen rufen, fährt mit Nadja Poleschikova Streife. Einsatzleiter Holger Schwabe informiert über die aktuellen Fälle. Das Opfer uriniert, Täter kommt von der Seite, sprüht Pfefferspray direkt ins Gesicht und versucht mit mehreren Personen ihn abzutasten. Das schaffen sie auch, aber er hat nichts dabei, von daher wird auch nichts geraubt und es bleibt beim Versuch. Und ganz wichtig für uns heute ist ein großes Konzert bei uns hier, gerade um die Ecke in Ferries. Das ist ein Euskin-Konzert. Da spielen unter anderem die Bullenschubser, eine sehr bekannte Band, die wir natürlich auch gerne mögen. Ja, unsere Herausforderung im Streifendienst, in unserem Multikulti-Bereich, besteht darin, dass wir natürlich unsere Kollegen auch einsetzen können, die entspannend auf Leute wirken, die auch zur Sachverhaltsklärung überhaupt erstmal bereit sind, durch eine Sprache, wenn wir zum Beispiel Sprachbarrieren haben, dass wir das gar nicht verstehen, was die anderen von uns wollen. Wir sind an Recht und Gesetz gebunden und das muss man manchen Leuten eben auch ein bisschen anders erklären, als wenn ich jetzt ganz normal die Paragraphen runterrattere. Und dafür haben wir natürlich die Kollegen sehr gerne an unserer Seite. Nadja Poleschikova verließ 2001 mit ihrer Familie die ehemalige Sowjetrepublik Usbekistan. Schon als 12-Jährige hat sie ein klares Ziel vor Augen. Auch wenn man meine Freunde fragt, was sie mit mir verbinden, werden sie immer sagen, die wollte immer Polizistin werden. Das wusste jeder in der Schule, weil ich mich auch im Praktikum freiwillig für ein Schülerpraktikum beworben habe. Ich habe mich gleich im 13. Jahrgang sofort bei der Polizei beworben. Und alle meine Freunde würden sagen, Nadja und die Polizei, das war schon immer so. Die Zentrale meldet eine gewalttätige Auseinandersetzung. Atta und Nadja übernehmen. Die Lage am Tatort ist unklar. Also wir fahren jetzt einmal in die Braunstraße und da wurde gemeldet, dass sich da mehrere Personen mitten auf der Straße hauen würden. Was ist mit den beiden hier? Was ist mit den beiden? Ja. 18:30, was ist los hier? Nimm mal die Hände nach hinten. So, du bleibst mal hier stehen. Aufsteigen.
Opfer und Täter werden sofort getrennt. Offenbar ist der Fahrer des Wagens von dem anderen Mann angegriffen worden. Beide sind Russen und nicht sehr gesprächig. Don't you speak with me? Okay. Aufgrund der Tatsache, dass ich ihn persönlich schwer einschätzen kann, wie er momentan drauf ist, ob er jetzt alkoholisiert ist oder ist nicht, weiß ich nicht. Aber er hat ja gerade schon so ein gewisses Aggressionspotenzial gezeigt. Habe ich ihm jetzt erstmal Handschellen angelegt. First of all, say me where your ID card is. Take off. Where is your ID card? In my pocket. Okay, and take off. Right or left? Take off. No, you stay now. Take off. First of all, you stay now. Ich muss ja erstmal gucken, dass er das nicht wieder hochschaukelt. Jetzt gerade quatscht mich wieder von der Seite voll. Check. Hier. Ja, yeah, ja, yeah, check. No, no, no. Yo, here's money. Open, please. I'm not. You wait 5 minutes. Where do you live? Where is your address? Open. Where is your address? Open. I'm not. Sie mal versuchen, auf seiner Muttersprache zu erklären, wenn ich ihm die Handschellen abmache. Говорите? Okay. Dann sag ihm, wenn ich die Handschellen abmache. Я сначала говорю. Здесь проблема, да? Какая и чтобы проблема? Эту проблему Какая решить, проблема? Какая когда проблема? Мы подъехали сюда, мы видели, Хорошо. Как вы на этого человека кулаками бились. Я сначала так говорю. Я сейчас сначала говорю. Да? Sag, solange die Handfesseln nicht abgenommen werden. Okay. Dann erkläre ihm einfach nur ganz kurz, wir nehmen die Handfesseln jetzt ab. Und wenn er Stress machen sollte, dann hat er die schneller dran, als wir sie abgemacht haben. Also das sollte ihm schon klar sein. Мы снимем наручники. Если вы еще секунду дернетесь, мы их опять оденем. Хорошо. И тогда вы нам скажете, как вас зовут и откуда вы. Без проблем. Договорились? Договорились. Хорошо. Als wir miteinander Russisch gesprochen haben, da konnte man schon merken, der will was von uns und wir wollen was von ihm. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel darauf geeinigt, dass die Handfesseln abkommen und dass er sich ruhig verhalten soll. Das hat er auch verstanden, hat auch versprochen, dass er sich auch kooperativ zeigt. Das hat schon mal bestens funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, auf Englisch hat er das ja nicht verstanden, als der Kollege versucht hat, das zu erklären, wie das denn laufen soll. Und ja, wie gesagt, auf Russisch hat man dann das Gefühl, dass man, oder man versucht, durch Kommunikation immer wieder Fragen stellen, irgendwie eine gemeinsame Basis zu finden. Offenbar war es nur ein Streit unter Kumpels. Doch der Mann muss mit zur Wache, denn er hat keine Papiere bei sich. Im Wodka-Vollrausch hat er seinen Freund geschlagen. 3,39 Promille ergibt der Alkoholtest. Heute der Spitzenwert auf der Wache. 1, 0, 1. Мне только номер нужен. Скажите ваш номер. Я позвоню, и вы увидите. Всего хорошего вам. Можно идти? Не-не, вы ждете друзей. Здесь-то ждать. Was, может быть, пересядут? Или можно уйти? Нет. Я фрагт, ob er gehen kann. Ich habe gesagt, die Freunde kommen. Ne? Bis später. Пока. Не-не, сидите. Nadja wurde noch nie in ihrer Muttersprache beleidigt. Selbst volltrunken zeigen Russen Respekt. Also 3 Promille, das ist schon ein sehr hoher Wert. Ich wäre tot. Aber wenn man Alkohol regelmäßig konsumiert, so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, dann kommt man auch mit 3 Promille, kann man sich normal artikulieren. Kann man ja, merkt man ja bei ihm, obwohl er Russisch spricht, merkt man ja schon, dass er flüssig spricht. Er hat ein bisschen Gleichgewichtsstörungen, aber insgesamt, sage ich jetzt mal, macht er einen betrunkenen Eindruck, aber nicht komplett besoffenen. Okay, ich habe hier einen Einsatz für euch. LKW mit Kennzeichen wird ausgebremst von einmal männlich mit Kennzeichen. Okay. Der Herr steigt aus. Mhm. Haut die eine rein, okay. Und fährt noch im Nahbereich rum. Der Angreifer kann wieder zuschlagen. Die Beamten müssen schnell zum Tatort. Das ist er schon hier. Waren die da schon? Ja. In diesem Fall handelt es sich um einen Streit zwischen Eheleuten. Ein russischstämmiger Mann wollte wohl nicht, dass seine Frau zu einem Konzert nach Hannover fährt. Als sie sich trotzdem ins Auto setzt, rastet er offenbar aus und fährt ihr nach. Möchten Sie mir erst mal erzählen, was passiert ist? Mein Mann hat mich die ganze Zeit auf dem Weg verfolgt. Hm. Er hat sie angehalten. Hm. Vorne, ich bin fast in ihn reingefahren. Hm. Ich habe ihm gesagt, was machst du denn? Und dann hat er mich ins Gesicht geschlagen. Wenn wir hier soweit erstmal durch sind, würden wir dann im Nahbereich noch mal fahnden nach dem PKW, falls wir den noch mal antreffen. Man kann davon ausgehen, dass er hier irgendwo noch im Nahbereich sein könnte.
Also das ist ja schon hier. Sehen Sie sich bitte nochmal? Ja, das sieht man. Also ich würde sogar fast ein bisschen behaupten, dass es sogar ein bisschen angeschwollen ist hier, oder? Ich würde einmal von der Seite machen, genau. So? Ja, vielleicht gegen die Sonne lieber, genau, weil dann sieht man die Röte. Die Polizei wird den Aggressor später zur Rede stellen. Nadja sichert die Beweise mit einem mulmigen Gefühl. Wenn diese Angst da ist, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass er sie noch mal aufsucht und körperlich angreift, wieder genauso gegeben. Die Beamten suchen das Gebiet rund um die Konzerthalle ab. Atta und Nadja haben Zeit, sich und ihre Landsleute auf die Schippe zu nehmen. Also die Russen und die Türken haben echt sehr vieles gemeinsam. Ne? Sei es dicke Autos oder die aufgebrezelten Weiber. Das ist, als würde man aussehen wie ein Bonze. Das ist bei uns auch so. Ne? Also das ist, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Ja, gut, die besten Klamotten werden rausgesucht. Ja, ja. Zu sehen und gesehen werden. Die Kommissare warten, bis die Ehefrau und ihre Freunde die Konzerthalle erreichen. Vom Angreifer keine Spur. Akute Gefahr besteht nicht mehr. Da sind sie. Ja, gut, Hauptsache, die sind hier angekommen. Ja, das ist wichtig. Hannover gehört zu den 10 Städten in Deutschland mit dem höchsten Ausländeranteil. In einigen Multikulti-Gegenden wie Linden haben bis zu 50% der Bewohner Migrationshintergrund. Beamte und Bürger sind hier per Du. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Seit 11 Jahren ist Atta hier im Einsatz. Also das ist hier halt eine Multikulti-Ecke. Die Leute sind hier in Anführungsstrichen etwas lockerer. Klar werden natürlich die polizeilichen Maßnahmen genau inspiziert, ob man auch alles wirklich richtig macht. Aber die Leute, die hier leben, die sind halt locker drauf, sag ich mal. Und das führt dann auch letzten Endes dazu, dass die Kollegen, die hier arbeiten, dann auch dementsprechend anders rüberkommen. In der Mittagspause geht's zum Dönerimbiss. Mit dem Besitzer kann Atta nicht auf Türkisch sprechen. Der stammt nämlich aus dem Irak. Atta ist von seiner Arbeit als Polizist in Deutschland überzeugt. Gleichzeitig ist er stolz auf seine Herkunft. Also man muss in keinster Weise seine Identität aufgeben. Muss ich nicht. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich fühle mich auch nicht deutsch mit 34. Ich fühle mich türkisch, weil ich lebe türkisch, ich rede zu Hause türkisch, ich gucke türkisches Fernsehen. Aber ich habe mich halt für den Polizeiberuf entschieden. Und hier muss ich dann halt diesen Schlenker machen und muss mit den Leuten dann halt auf Deutsch reden und deutsche Kulturen, deutsche Gesetze, deutsche Gepflogenheiten meinem Gegenüber verkaufen. Was aber letzten Endes unproblematisch ist, weil ich ja mit beiden Kulturen auch groß geworden bin und habe mich dann quasi privat für die türkische entschieden. In seinem Einsatzgebiet trifft Atta gerade bei türkischen Familien oft auf patriarchalische Strukturen. Fälle von häuslicher Gewalt sind trauriger Alltag. Die Beamten sind deshalb auf Streife besonders wachsam. Ihnen fällt ein Mann auf, der eine Frau bedrängt. Alles gut bei euch? Bist du sicher? Wieso hast du gegen die Tür getreten? Nee, die sieht nicht so ganz danach aus, oder? Soll ich mal kurz aussteigen? Wollen wir uns mal unterhalten? Die Beamten wollen beruhigen. Atta hat die Erfahrung gemacht, dass muslimische Männer häufig gereizt reagieren, wenn ein Beamter mit ihrer Frau spricht. Was ist denn mit ihr los? Meine Cousine, ne? Ja. Hat ein bisschen Probleme, ja. Mit wem denn? Sagen Sie, wir reden mit ihr und dann finden wir eine Lösung. Bei mir ist Probleme, das sind anders. Vielleicht kann der Kollege noch mal kurz sich mit dir unterhalten. Wollen wir mal ein Stück gehen? Ja, okay. Also uns ist ja wichtig, dass sie die Tür öffnet, ne? Und dass sie dann. Machst du mal bitte einmal die Tür auf? Also ist ja an sich alles bitte, nicht schlimm. Bitte nicht. Lass uns einmal kurz unterhalten. Nein, mach doch einfach mal die Tür auf. Das Problem ist, wenn ich mich mit dir nicht unterhalte, dann fahre ich auch nicht weg. Ne? Ich verstehe dich leider nicht. Ich verstehe kein Wort. Mach doch einfach mal die Tür auf. Ich will doch nichts Böses von dir. Die Frau ist verunsichert und hat offenbar große Angst. Erst als Atta sie auf Türkisch anspricht, fasst sie ein wenig Vertrauen und öffnet die Tür. Beni bana güvene bilirsin bu konuda. Ya biraz sorunlarım var o yüzden. Beyefendi senin neyin oluyor? Kuzenim. Kuzenin oluyor. Evet. Beraber mi geldiniz buraya? Evet. Olay ne? Konu ne?
Ya onunla alakalı bir şey. Onunla bir alakası yok. Seninle bir alakası var. Evet. Egal. Ja, nicht egal. Jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt können wir uns auch unterhalten. Um was geht's denn? Ja, sorunlarım var yani. Ne gibi sorunları? Anlat ya. Ne kaybedersin ki benimle konuşursan? Anlat, olay ne? Ya bunalımdayım falan. Nasıl? Bunalımdayım. Bunalımdasın. Ata kann die Frau verstehen. Er kennt ihr Milieu und ihre Lebensumstände. Oft gibt er jüngeren, deutschen Kollegen Tipps, wie sie sich im Umgang mit türkischen Familien am besten verhalten, damit eine Situation nicht eskaliert. Also letzten Endes haben wir es ein bisschen falsch interpretiert. Also sie hatte jetzt keinen Stress mit dem jungen Mann gehabt, sondern sie hat selber Probleme zu Hause, also familiäre Probleme mit dem Ehemann. Und man war wohl jetzt mit dem Bekannten zusammen auf dem Weg zur Tante und da ist wohl irgendwie alles wieder hochgekommen und sie wollte für einen kurzen Moment alleine für sich bleiben. Und er hat halt einfach nur versucht, die Tür aufzumachen. Also von daher, wie gesagt, die hat ein bisschen Stress. Und aber scheint jetzt so wieder alles in Ordnung zu sein. Ich konnte so ein bisschen beruhigend auf sie einreden und jetzt können wir eigentlich weiterfahren. Alles klar, gut, dann können wir wieder. Ja. Ich sag ihm das nur kurz, ne, dass er alles wieder. Alles gut, ne? Alles klar. Der 34-jährige Kommissar hat wie alle Beamten in Deutschland den Eid auf das Grundgesetz geleistet. Der Eid ist eigentlich so ein Grundpfeiler, der eigentlich bei jedem innerlich vorhanden sein müsste, unabhängig davon, ob er ein Polizist ist oder einen anderen Job macht. Und von daher sehe ich da persönlich keine Probleme, weil ich nämlich nicht differenziere. Also ich differenziere bei den Leuten nicht. Wenn ich auf eine Situation zukomme, wo jemand meine Hilfe braucht, dann ist mir das völlig egal. Dann kann der auch von mir aus ein Nazi sein, sage ich mal. Also jemand, der ausländerfeindlich ist. Das interessiert mich in dem Moment nicht, weil in dem Moment ist für mich nur wichtig, dass es ein Mensch, der jetzt im Moment gerade meine Hilfe braucht. Und dafür habe ich halt den Eid geschworen, dass ich gesagt habe, dass ich diesen Menschen dann auch dementsprechend helfe. Einsatz in Hannover Mitte. Nach einer Schlägerei sind die Täter flüchtig. Atta und Nadja nehmen die Verfolgung auf. Da hinten. Da hinten. Ja. Wir haben Polizei, wartet ihr mal kurz. Vorwärts! Ja, heute seid ihr die Auserwählten. So wie sich das gehört. Habt ihr wenigstens die Tüte weggeschmissen? Alter, das stinkt da vorne nach Marihuana, als würde ich da durch so eine Hanfpflanze. Echt jetzt? Haben Sie die drei da nicht gesehen? Haben die gekifft oder was? Ja. Nee, schon, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich. Wart ihr gerade am Steintorplatz? Habt ihr ein bisschen Stress gehabt? Nein, wir haben ja was gesehen. Aber wir haben uns distanziert, ne? Wir sind kurz da vorbeigelaufen, haben sich da ein paar Typen geschlagen, haben wir kurz. Hallo, bei KBW. Und da sind wir weitergegangen. Kamen diese Typen, haben meinten so helfen, aber wir haben gesagt, das ist euer Problem. Ja. Wir kiffen in unserer Gegend, nicht hier. Ich wollte gerade sagen, KBW, kommst du aus Garbsen? Was macht ihr hier? Ja, kiffen in unserer Gegend. Ja. Alles gut. Das Beste. Sehr gut. Habt ihr einmal bitte einmal Ausweise für mich? Wir wollten gerade meinen Vater von Arbeiterpulver. Mein Vater hat gleich feiern. Die vier jungen Männer beteuern ihre Unschuld, gelten aber weiter als verdächtig. Einer aus der Clique will seinen Vater von der Nachtschicht abholen und hat Angst, dass es Ärger geben könnte. Ja, den. Dauert es lange, weil mein Vater wartet. Ich sollte ihn jetzt nach Hause fahren. Ja. Deswegen. Der kann ja hier rüberkommen. Ja. Wenn der Vater jetzt sieht, dass er hier mit Polizei gerade steht und. Zu Hause kriegt er Schläge mit Gürtel. Das hast du gesagt, das weiß ich nicht. Aber es geht einfach um Respekt. Es ist letzten Endes diese Problematik, dass die Eltern gerade aus unserer Herkunft, sag ich mal, immer was Falsches denken. Also die denken immer negativ. Wenn sie merken, dass die Polizei mit im Spiel ist, dann hat der Vater immer das Gefühl, der hat wieder Scheiße gebaut. Tut ihr mir mal gefallen, könnt ihr mir einmal eure Hände zeigen? Also von vorne, also oben quasi. Sehen Sie keine Dings hier, Blutspuren, dass die zugeschlagen haben? Ja, weißt du, das Problem ist, ich bin halt nicht mit dabei, ne? Und ja, alles klar. Gut, wir warten noch mal ganz kurz, was die Kollegen jetzt melden. Nadja steht im Kontakt mit der Einsatzzentrale. Über Funk wartet sie auf den Bericht der anderen Streifenwagenbesatzungen. Hör zu! Brunsberger Street, wo man Einzelkämpfer sieht. Ich liebe dieses Leben, jeder weiß, ich bin ein G. Block Rap, weil in den Taschen nur Ort steckt. Setz dich du Maske auf und lauf vor den Kopf weg. Straßendiebe, der keiner hat klare Ziele. Weil wir ein Cover spielen und. Ja. Gut, ist gut, ist gut. Aber ich bin so ein bisschen Bushido und Sido verwöhnt. Ne? Also da musst du, glaube ich, noch ein bisschen. Deswegen. Schließlich die Entwarnung. Beteiligte der Schlägerei waren Ukrainer und Russen. Gute Nachrichten auch für den Vater.
Hallo Opa, alles gut. Kein Stress. Wir mussten uns einmal kurz mit denen unterhalten, ja, okay, aber ist alles gut. Ja, gut. Du hast jetzt Feierabend? Ja. Ab nach Hause schlafen, ne? Jawohl. Okay. Alles klar, gut. Mach's gut. Ja, und tschüss. Ja, danke. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn man sagt, Polizei, bleibt mal stehen, kann es passieren, dass sie entweder wegrennen, man muss hinterherrennen, aber die haben sich ja natürlich sofort umgedreht. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und deswegen versucht man tatsächlich, dieses Gespräch so ein bisschen lockerer zu führen, sag ich mal, um die Luft da ein bisschen rauszunehmen. Weil die haben natürlich auch so eine gewisse Stresssituation, wenn die gerade in so einer dunklen Gasse rumrennen, auf einmal kommen von hinten Taschenlampen, irgendeiner schreit hier von wegen Polizei, bleibt mal stehen, die kriegen natürlich auch so eine Stresssituation. Und deswegen, also wie gesagt, in den letzten 10 Jahren, ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man da so einen lockeren Spruch rauslässt, dass die dann auch erstmal sich wieder ein bisschen beruhigen, wenn was gewesen sein sollte. Und ja, hat ja alles super gelaufen, ne? Also es hat gepasst, war gut. Als gläubiger Moslem besucht Atakan Akdag regelmäßig die Moschee in seinem Viertel. Man kennt und respektiert ihn als Polizist und Gemeindemitglied. Wenn sein Dienst es zulässt, nimmt er an den Gebeten und religiösen Zeremonien teil. Ja, also die Religion, also der Islam, ist mir schon sehr wichtig, weil ich das auch von meinen Eltern so übergeben bekommen habe. Sei es der kulturelle Aspekt, sei es die Religion an sich, dieser familiäre Zusammenhalt. Das sind schon Dinge, sag ich mal, auf die ich sehr großen Wert lege. Und die mich in gewisser Weise auch in meinen Handlungen dann auch dementsprechend prägen. Der Kommissar leidet darunter, dass Terroristen seine Religion missbrauchen. Er hat vor kurzem auf der Dienststelle einen Vortrag vor Kollegen gehalten, damit sie den Islam als friedfertige Religion wahrnehmen. Also ich persönlich habe die Einstellung, dass ich sage, eine Religion ist eine Sache zwischen mir und Gott. Also das hat niemanden zu interessieren. Und mein Appell wäre in gewisser Weise auch an den Bürger, der so ein bisschen misstrauisch ist in Bezug auf die Religion. Man muss sich letzten Endes eins vor Augen führen. Der Islam ist damals mit den ersten Gastarbeitern hierher gekommen. Und wenn der Islam tatsächlich so gewaltverherrlichend wäre, dann hätten die erste Generation der Gastarbeiter hier mit Macheten durch die Gegend laufen müssen. Das haben sie nicht gemacht. Die waren unter sich, die haben ihre Religion so ausgeübt, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Und deswegen hat der Islam mit der Art und Weise, wie es jetzt im Moment teilweise auch in den Medien, in den sozialen Netzwerken verkauft wird, das ist nicht der wahre Islam. Niedersachsen investiert in Werbung, Berufsmessen und Infoabende, um junge Migranten für den Polizeiberuf zu begeistern. Mit Erfolg. Von 1000 Polizeischülern haben 160 einen Migrationshintergrund. Rund 1000 Menschen aus 50 Nationen wohnen hier im Kanarisweg. Ein russischer Spätaussiedler randaliert. Nadja kennt ihn von früheren Einsätzen. Was heißt denn anpöbeln? Ist der nicht so gut heute drauf? Der wurde auch von jemandem gegriffen, und klar, also, der macht da keine Grenzen dann. Was heißt angegriffen? Also wird er schon handgreiflich? Oder? Wird handgreiflich, ja. Auf jeden Fall. Für Atta und Nadja eine heikle Situation. Sie wissen nicht, wo sich der Mann gerade aufhält. Im Treppenhaus ist es ruhig. Doch die Beamten vermuten, dass der Randalierer sich nur kurz in seine Wohnung zurückgezogen hat. Sie müssen sicherstellen, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht. Die Polizei, können Sie vielleicht einmal die Musik ausmachen? Ganz kurz. Hat er sich hier geprügelt? Alles gut bei Ihnen? Können Sie, Sie bluten aus der Nase, ne? Sie müssen vielleicht einmal die Musik leiser machen. Ich verstehe kein Wort bei Ihnen. Was ist das? Sagen Sie mir, was ist das? Die Musik ein bisschen leiser machen? Wir haben ja erstmal versucht, mit ihm Deutsch zu sprechen, weil das finde ich auch dem Kollegen gegenüber fair, damit er weiß, worum es geht. Aber wenn ich dann, als ich gemerkt habe, er kann sich nicht vernünftig auf Deutsch artikulieren, dass ich gar nicht verstanden habe, was er geantwortet hat, dann habe ich sofort auf die russische Sprache habe ich umgestellt und da hatte ich das Gefühl, wir können, soweit es möglich ist, miteinander kommunizieren. Na Mühlenberg, это тоже там много аптека, все что хочешь. Willst du denn ins Krankenhaus? Jetzt nicht weinen. Willst du nach Wunsdorf? Aber so ist ich habe ich ausgefroren. Er sagt auch jedes Mal, lasst mich doch in Ruhe, lasst mich doch in Ruhe sterben. Ich habe doch nichts gemacht, ich habe euch nichts getan, ich habe euch nicht angerufen, geht doch wieder. Ja. Das können wir natürlich nicht machen. Der Mann erwähnt mehrfach auf Russisch, dass er sich umbringen will.
Die Beamten dürfen ihn jetzt nicht sich selbst überlassen. Nee, lass mal die Pulle da jetzt weg. Trink mal nur Orangensaft. Trink mal bitte nur Orangensaft. Зачем этот стресс весь? Дай мне. Мы по-другому можем, ты знаешь, да? Der Verursacher ist stark 064 und hat der Kollegin gegenüber auf Russisch angekündigt, dass er sich das Leben nehmen möchte. Und der müsste mal einem Arzt vorgestellt werden, aber dafür bräuchten wir noch mal einen Streifenwagen. Also aus welchen Gründen auch immer haben die Leute das Bedürfnis, wenn das Wetter gut wird und man zu viel Alkohol getrunken hat, irgendwie keinen Spaß mehr am Leben zu haben und dann tatsächlich mit dem Gedanken zu spielen, sich selber suizidieren zu wollen. Wobei man natürlich auch ganz vorsichtig sagen muss, dass bei den meisten Fällen, wo sowas geäußert wird, dass das eigentlich mehr so ein Hilfeschrei ist. Ne? Erst mit Hilfe von Kollegen gelingt es, den Mann aus dem Haus zu schaffen. Ein Arzt wird ihn aufgrund der möglichen Suizidgefahr in eine Klinik einweisen. Nach ein paar Tagen darf der Russe wieder nach Hause. Eine Vorzeigemigrantin möchte Nadja nicht sein, sondern eine gute Polizeibeamtin. Dass viele ihrer Landsleute für den Dienst in Uniform nicht in Frage kommen, liegt oft an deren Jugendsünden und der falschen Einstellung dem Beruf und dem Land gegenüber. Wenn man sich dann bei der Polizei bewirbt mit einem Migrationshintergrund, dann ist die allererste Voraussetzung nicht unbedingt das, was auf dem Zettel steht. Ein bestimmtes Alter zu haben, einen Abschluss zu haben oder bestimmte Noten zu haben, sondern man muss für sich entscheiden, kann ich mich mit diesem Land identifizieren? Kann ich mich mit den Gesetzen identifizieren? Weil das, was ich arbeite oder das, was ich in diesem Beruf vermittle, daran muss ich auch selber glauben. Und dementsprechend ist das schon ein Stück für mich der Integration. Weil wenn ich sage, ich halte mich nicht an die Gesetze in unserem Grundgesetz oder ich sehe die nicht so oder ich empfinde das nicht so, dann kann ich das auch draußen nicht verkaufen. Dann kann ich auch nicht von anderen Mitbürgern erwarten, dass sie sich daran halten. In Nadjas und Attas Einsatzgebiet leben rund 160.000 Menschen. Gerade in der Innenstadt von Hannover kommt es immer wieder zu Überfällen. Kraftfahrzeug schickt man jetzt beim 424 raus. Ich habe leider einen neuen Hinweis. Georgstraße 21 von T und A. So zwei auf einen drauf. Hallo, der 5032 würde in die Georgstraße mit anfahren. Hast du eine Beschreibung? In der Kriminalstatistik belegt Hannover im bundesdeutschen Städtevergleich jedes Jahr einen der vorderen Plätze. Fälle von Raub, Diebstahl und Körperverletzungen nehmen zu. Die Opfer sind in diesem Fall zwei Russen, die von einer Gruppe Männer bedroht wurden. Mitten auf der belebten Einkaufsmeile. Hast du mal einen Ausweis für mich? Gib mir mal einen Ausweis. Kennen Sie die anderen Leute? Ich bin Deutsch. Ich bin Deutsch. Ich will den Ausweis. Er soll mir den Ausweis geben. Dauert. Können Sie mal fragen, was hier vorgefallen ist? Diese Leute kommen zu uns. Und was waren das für Leute oder weswegen? Was wollten eine Türkei kommt zu uns und sagt zu uns, gib mir 10 Euro. Okay. Und die geht mit uns streichen. Also die sind keine Lust. Warum? Die beiden sind hier die Straße entlang gegangen und wurden von einer männlichen Person angesprochen. Und die männliche Person hat nach 10 Euro verlangt. Daraufhin hat auch die männliche Person den größeren von den beiden Opfern an der Jacke gepackt, hat ein Messer gezogen und hat mehrere Stichbewegungen in Richtung des Opfers gemacht. Die Täter sind flüchtig. Die Fahndung bleibt diesmal erfolglos. Generell ist die Aufklärungsquote in der Stadt hoch. Die Polizei ermittelt bei rund 60% der Straftaten die Verdächtigen. Zwei Jugendliche wollen spontan von Atta wissen, wie man Polizist wird. Hassan und Baran sind in Hannover aufgewachsen. Ihre Familien stammen aus Syrien und dem Libanon. Aber halt keine Vorstrafen und sowas. Vorstrafen solltest du nicht haben. Das reicht doch. Da geht's dann schon los bei den meisten. Ne? Da ist dann das Problem. Ich würde gerne, aber kann dann nicht. Ne? Also wenn du da Bock drauf hast, dann mach es auf jeden Fall. Ich würde es versuchen. Ne? Mach mal. Ich sag's mal so, ich bin halt stolz darüber, dass auch Ausländer das geschafft haben, Polizisten zu werden, weil man halt immer schlechte Bilder von Ausländern, dass die immer halt nicht gut sind und sowas. Und ja, also ist eigentlich nicht schlecht, wenn man auch so einen Polizisten sieht, der auch Südländer ist. Ne? Es kommt tatsächlich öfters vor, dass man angesprochen wird, gerade von den jungen Leuten, die sich dafür interessieren. Und wenn sie dann schon mal einen haben mit schwarzen Haaren, sag ich mal, dann kommen sie schon mal vorbei. Und wäre natürlich ganz cool, wenn man die dann ein paar Jahre später dann tatsächlich mal in Uniform sehen würde. Dass zukünftig mehr Beamte mit ausländischen Wurzeln in Uniform arbeiten, ist das Ziel.
Denn in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels sind sie für die tägliche Arbeit längst unverzichtbar. Unter anderem die Bullenschubser, eine sehr bekannte Band, die wir natürlich auch gerne mögen. Ja, unsere Herausforderung im Streifendienst, in unserem Multikulti-Bereich, besteht darin, dass wir natürlich unsere Kollegen auch einsetzen können, die entspannend auf Leute wirken, die auch zur Sachverhaltsklärung überhaupt erstmal bereit sind, durch eine Sprache, wenn wir zum Beispiel Sprachbarrieren haben, dass wir das gar nicht verstehen, was die anderen von uns wollen. Wir sind an Recht und Gesetz gebunden und das muss man manchen Leuten eben auch ein bisschen anders erklären, als wenn ich jetzt ganz normal die Paragraphen runterrattere. Und dafür haben wir natürlich die Kollegen sehr gerne an unserer Seite. Nadja Poleschikova verließ 2001 mit ihrer Familie die ehemalige Sowjetrepublik Usbekistan. Schon als 12-Jährige hat sie ein klares Ziel vor Augen. Auch wenn man meine Freunde fragt, was sie mit mir verbinden, werden die immer sagen, die wollte immer Polizistin werden. Das wusste jeder in der Schule, weil ich mich auch im Praktikum freiwillig für ein Schülerpraktikum beworben habe. Ich habe mich gleich im 13. Jahrgang sofort bei der Polizei beworben. Und alle meine Freunde würden sagen, Nadja und die Polizei, das war schon immer so. Die Zentrale meldet eine gewalttätige Auseinandersetzung. Atta und Nadja übernehmen. Die Lage am Tatort ist unklar. Also wir fahren jetzt einmal in die Braunstraße und da wurde gemeldet, dass sich da mehrere Personen mitten auf der Straße hauen würden. Was ist mit den beiden hier? Was ist mit den beiden? Ja. 38, was ist los hier? Nimm mal die Hände nach hinten. So, du bleibst so, mal hier stehen. Aufsteigen. Opfer und Täter werden sofort getrennt. Offenbar ist der Fahrer des Wagens von dem anderen Mann angegriffen worden. Beide sind Russen und nicht sehr gesprächig. Don't you speak with me? Okay. Aufgrund der Tatsache, dass ich ihn persönlich schwer einschätzen kann, wie er momentan drauf ist, ob er jetzt alkoholisiert ist oder ist nicht, weiß ich nicht. Aber er hat ja gerade schon so ein gewisses Aggressionspotenzial gezeigt. Habe ich ihm jetzt erstmal Handschellen angelegt. First of all, say me where your ID card is. Take off. Where is your ID card? In my pocket. Okay, and take off. Right or left? Take off. No, you stay now. Take off. First of all, you stay now. Ich muss ja erstmal gucken, dass er das nicht wieder hochschaukelt. Jetzt gerade quatscht mich wieder von der Seite voll. Hier. Ja, ja, check. No. Here's money. Open, please. I'm not. You wait 5 minutes. Where do you live? Where is your address? Open. Where is your address? Open. I'm not. In seinem Einsatzgebiet trifft Atta gerade bei türkischen Familien oft auf patriarchalische Strukturen. Fälle von häuslicher Gewalt sind trauriger Alltag. Die Beamten sind deshalb auf Streife besonders wachsam. Ihnen fällt ein Mann auf, der eine Frau bedrängt. Alles gut bei euch? Bist du sicher? Wieso hast du gegen die Tür getreten? Nee, die sieht nicht so ganz danach aus. Oder? Soll ich mal kurz aussteigen? Wollen wir uns mal unterhalten? Die Beamten wollen beruhigen. Atta hat die Erfahrung gemacht, dass muslimische Männer häufig gereizt reagieren, wenn ein Beamter mit ihrer Frau spricht. Was ist denn mit ihr los? Meine Cousine, ne? Ja. Hat ein bisschen Probleme, ja. Mit wem denn? Sagen Sie, wir reden mit ihr und dann finden wir eine Lösung. Bei mir ist Probleme, das sind anders. Vielleicht kann der Kollege noch mal kurz sich mit ihr unterhalten. Wollen wir mal ein Stück gehen? Also uns ist ja wichtig, dass sie die Tür öffnet, ne, und dass sie dann... Ah, lass mal bitte einmal die Tür auf. Also ist ja an sich alles bitte, nicht schlimm. Bitte nicht. Lass uns einmal kurz unterhalten. Nein, mach doch einfach mal die Tür auf. Das Problem ist, wenn ich mich mit dir nicht unterhalte, dann fahre ich auch nicht weg. Ne? Ich verstehe dich leider nicht, ich verstehe kein Wort. Mach doch einfach mal die Tür auf, ich will doch nichts Böses von dir. Die Frau ist verunsichert und hat offenbar große Angst. Erst als Atta sie auf Türkisch anspricht, fasst sie ein wenig Vertrauen und öffnet die Tür. Yani bana güvenebilirsin bu konuda. Ya biraz sorunlarım var o yüzden. Beyefendi senin neyin oluyor? Kuzenim. Kuzenin oluyor. Evet. Beraber mi geldiniz buraya? Evet. Olay ne? Konu ne?
Ya onunla alakalı bir şey. Onunla bir alakası yok. Seninle bir alakası var. Evet. Egal. Ja, nicht egal. Jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt können wir uns auch unterhalten. Um was geht's denn? Ja, sorunları var yani. Ne gibi sorunları? Anlat ya. Ne kaybedersin ki benimle konuşursan? Anlat, olay ne? Ya bunalımdayım falan. Nasıl? Bunalımdayım. Bunalımdasın. Atta kann die Frau verstehen. Er kennt ihr Milieu und ihre Lebensumstände. Oft gibt er jüngeren, deutschen Kollegen Tipps, wie sie sich im Umgang mit türkischen Familien am besten verhalten, damit eine Situation nicht eskaliert. Also letzten Endes haben wir es ein bisschen falsch interpretiert. Also sie hatte jetzt keinen Stress mit dem jungen Mann gehabt, sondern sie hat selber Probleme zu Hause, also familiäre Probleme mit dem Ehemann. Und man war wohl jetzt mit dem Bekannten zusammen auf dem Weg zur Tante und da ist wohl irgendwie alles wieder hochgekommen und sie wollte für einen kurzen Moment alleine für sich bleiben. Und er hat halt einfach nur versucht, die Tür aufzumachen. Also von daher, wie gesagt, die hat ein bisschen Stress und aber scheint jetzt so wieder alles in Ordnung zu sein. Ich konnte so ein bisschen beruhigend auf sie einreden und Хорошо. И тогда вы нам скажете, как вас зовут и откуда вы. Договорились? Хорошо. Als wir miteinander Russisch gesprochen haben, da konnte man schon merken, der will was von uns und wir wollen was von ihm. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel darauf geeinigt, dass die Handfesseln abkommen und dass er sich ruhig verhalten soll. Das hat er auch verstanden, hat auch versprochen, dass er sich auch kooperativ zeigt. Das hat schon mal bestens funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, auf Englisch hat er das ja nicht verstanden, als der Kollege versucht hat, das zu erklären, wie das denn laufen soll. Und ja, wie gesagt, auf Russisch hat man dann das Gefühl, dass man, oder man versucht, durch Kommunikation immer wieder Fragen stellen, irgendwie eine gemeinsame Basis zu finden. Offenbar war es nur ein Streit unter Kumpels. Doch der Mann muss mit zur Wache, denn er hat keine Papiere bei sich. Im Wodka-Vollrausch hat er seinen Freund geschlagen. 3,39 Promille ergibt der Alkoholtest. Heute der Spitzenwert auf der Wache. 1-0-1. Не, мне только номер нужен. Скажите ваш номер. Я позвоню, и вы увидите. Всего хорошего вам. Можно идти? Не-не, вы ждете друзей. Здесь-то что? Вас, может быть, пересядут. Или можно уйти? Нет. Я фрагт оп эгейнка. Я показал, где фройнды ком. Ну? Bis später. Пока. Не-не, сидите. Nadja wurde noch nie in ihrer Muttersprache beleidigt. Selbst volltrunken zeigen großen Respekt. Also 3 Promille, das ist schon ein sehr hoher Wert. Ich wäre tot. Aber wenn man Alkohol regelmäßig konsumiert, so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, dann kommt man auch mit 3 Promille, kann man sich normal artikulieren. Kann man ja, merkt man ja bei ihm, obwohl er Russisch spricht, merkt man ja schon, dass er flüssig spricht. Der hat bisschen Gleichgewichtsstörungen, aber insgesamt, sage ich jetzt mal, macht er einen betrunkenen Eindruck, aber nicht komplett besoffenen. Okay, ich habe hier einen Einsatz für euch. LKW mit Kennzeichen wird ausgebremst von einmal männlich mit Kennzeichen. Okay. Der Herr steigt aus, haut die eine rein und fährt noch im Nahbereich rum. Der Angreifer kann wieder zuschlagen. Die Beamten müssen schnell zum Tatort. Waren die da schon? Ja. In diesem Fall handelt es sich um einen Streit zwischen Eheleuten. Ein russischstämmiger Mann wollte wohl nicht, dass seine Frau zu einem Konzert nach Hannover fährt. Als sie sich trotzdem ins Auto setzt, rastet er offenbar aus und fährt ihr nach. Möchten Sie mir erstmal erzählen, was passiert ist? Mein Mann hat mich die ganze Zeit auf dem Weg verfolgt. Er hat sie angehalten. Hannover-Linden. Einsatz für Atakan Akdak und Nadja Poleschikova. Polizeibeamte mit Migrationshintergrund. Sie gehören zur neuen Generation der Polizei in Niedersachsen. Ich sag's mal so, ich bin halt stolz darüber, dass auch Ausländer das geschafft haben, Polizisten zu werden. Und dann beginnt der Einstieg quasi mit, was für ein Landsmann bist du? Und wenn man sagt, ja, halt Türke, dann heißt es so, oh Mensch, ist doch gut. Und wie hast du das gemacht? Atakan ist Türke der zweiten Generation und gläubiger Moslem. In meiner Privatzeit bin ich türkisch, also hundertprozentig türkisch. Und im Dienst bin ich aus meiner Sicht eigentlich auch türkisch, nur dass ich halt berufsbedingt eine Uniform trage. Na Mühlenberg, это тоже там много аптека, все что хочешь.
Nadja stammt aus Usbekistan. Mit 12 Jahren kam sie nach Deutschland. Der Beruf als Polizistin ist für sie gelebte Integration. Man muss für sich entscheiden, kann ich mich mit diesem Land identifizieren, kann ich mich mit den Gesetzen identifizieren, weil das, was ich arbeite oder das, was ich in diesem Beruf vermittle, daran muss ich auch selber glauben. Atakan Akdag ist in Dortmund aufgewachsen. Seine Eltern kamen Anfang der 70er Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland. Als junger Türke mit deutschem Pass will er als Polizist arbeiten. 2003 wird er in Hannover auf der Polizeischule angenommen. Ein Türke in Uniform, damals noch exotisch. Also unabhängig, sag ich mal, von welcher Nationalität mein Gegenüber stammt, waren immer so die Blicke dann doch ein bisschen so, ja, der sieht ja doch ein bisschen anders aus. Also nicht dieser klassische Polizeibeamte. Und dann kamen dann auch schon mal Fragen auf, was man dann für eine Nationalität ist. Und bei den deutschstämmigen Bürgern, sag ich mal, es war jetzt nicht negativ gewesen. Ne? Also man hat schon gemerkt, dass die einen so ein bisschen komisch angeguckt haben. Aber das hatte sich dann gelegt, sag ich mal, sobald man angefangen hat, die polizeilichen Maßnahmen zu treffen. Bundesweit gibt es rund 250.000 Polizeibeamte. Nur knapp 1% von ihnen hat Migrationshintergrund. Der Anteil der Migranten an der Gesamtbevölkerung dagegen beträgt rund 20%. Deshalb wirbt die Polizei in Niedersachsen seit 2005 verstärkt um Migranten. Atta, wie ihn seine Kollegen rufen, fährt mit Nadja Poleschikova Streife. Einsatzleiter Holger Schwabe informiert über die aktuellen Fälle. Das Opfer uriniert, Täter kommt von der Seite, sprüht Pfefferspray direkt ins Gesicht und versucht mit mehreren Personen ihn abzutasten. Das schaffen sie auch, aber er hat nichts dabei, von daher wird auch nichts geraubt und es bleibt beim Versuch. Und ganz wichtig für uns heute ist ein großes Konzert bei uns hier. Atta und Nadja übernehmen. Die Lage am Tatort ist unklar. Also wir fahren jetzt einmal in die Braunstraße und da wurde gemeldet, dass sich da mehrere Personen mitten auf der Straße hauen würden. Was ist mit den beiden hier? Was ist mit den beiden? Ja. 18:30, was ist los hier? Nimm mal die Hände nach hinten. So, du bleibst so, mal hier stehen. Aufsteigen. Opfer und Täter werden sofort getrennt. Offenbar ist der Fahrer des Wagens von dem anderen Mann angegriffen worden. Beide sind Russen und nicht sehr gesprächig. Don't you speak with me? Okay. Aufgrund der Tatsache, dass ich ihn persönlich schwer einschätzen kann, wie er momentan drauf ist, ob er jetzt alkoholisiert ist oder ist nicht, weiß ich nicht. Aber er hat ja gerade schon so ein gewisses Aggressionspotenzial gezeigt. Habe ich ihm jetzt erstmal Handschellen angelegt. First of all, say me where your ID card is. Take off. Where is your ID card? In my pocket. Okay, and take off. Right or left? Take off. No, you stay now. Take off. First of all, you stay now. Ich muss ja erstmal gucken, dass er das nicht wieder hochschaukelt. Jetzt gerade quatscht mich wieder von der Seite voll. Check. Hier. Ja, ja, check. No. Here's money. Open, please. I'm not. You wait 5 minutes. Where do you live? Where is your address? Open. Where is your address? Open. I'm not. Sie mal versuchen, auf seiner Muttersprache zu erklären, wenn ich ihm die Handschellen abmache. Говорите. Okay. Dann sag ihm, wenn ich die Handschellen abmache. Я сначала говорю. Здесь проблема, да? Какая и чтобы проблема? Эту проблему Какая решить, проблема? Какая когда проблема? Мы подъехали сюда, мы видели, Хорошо. Как вы на этого человека кулаками бились. Я сначала говорю. Я сейчас сначала говорю. Да? Sag, solange die Handfesseln nicht abgenommen werden. Dann erkläre ihm einfach nur ganz kurz, wir nehmen die Handfesseln jetzt ab und wenn er Stress machen sollte, dann hat er die schneller dran, als wir sie abgemacht haben. Also das sollte ihm schon klar sein. Мы снимем наручники. Если вы еще секунду дернетесь, мы их оденем. Хорошо. И тогда вы нам скажете, как вас зовут и откуда вы. Без проблем. Договорились? Хорошо. Als wir miteinander Russisch gesprochen haben, da konnte man schon merken, der will was von uns und wir wollen was von ihm. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel darauf geeinigt, dass die Handfesseln abkommen und dass er sich ruhig verhalten soll. Das hat er auch verstanden, hat auch versprochen, dass er sich auch kooperativ zeigt.
Das hat schon mal bestens funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, auf Englisch hat er das ja nicht verstanden, als der Kollege versucht hat, das zu erklären, wie das denn laufen soll. Und ja, wie gesagt, auf Russisch hat man dann das Gefühl, dass man, oder man versucht, durch Kommunikation immer wieder Fragen stellen, irgendwie eine gemeinsame Basis zu finden. Moment nicht, weil in dem Moment ist für mich nur wichtig, dass es ein Mensch, der jetzt im Moment gerade meine Hilfe braucht. Und dafür habe ich halt den Eid geschworen, dass ich gesagt habe, dass ich diesen Menschen dann auch dementsprechend helfe. Einsatz in Hannover Mitte. Nach einer Schlägerei sind die Täter flüchtig. Atta und Nadja nehmen die Verfolgung auf. Da hinten. Ja. Die Polizei, wartet ihr mal kurz. Vorwärts! Ja, heute seid ihr die Auserwählten. So wie sich das gehört. Habt ihr wenigstens die Tüte weggeschmissen? Alter, das stinkt da vorne nach Marihuana, als würde ich da durch so eine Hanfpflanze. Echt jetzt? Haben Sie die drei da nicht gesehen? Haben die gekifft oder was? Ja. Nee, ich denke mal schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich. Wart ihr gerade am Steintorplatz, habt ihr ein bisschen Stress gehabt? Nein, wir haben ja was gesehen. Aber wir haben kurz was distanziert, ne? Wir sind kurz da vorbeigelaufen, haben sich da ein paar Typen geschlagen, haben wir kurz... Hallo, bei KBW. Und da sind wir weitergegangen. Kamen diese Typen, meinten so helfen, aber wir haben gesagt, das ist euer Problem. Ja. Wir kiffen in unserer Gegend, nicht hier. Ich wollte gerade sagen, KBW, kommst du aus Garbsen, was macht ihr hier? Wir kiffen in unserer Gegend. Alles gut. Das Beste. Sehr gut. Habt ihr einmal Ausweise für mich? Wir wollten gerade meinen Vater von Arbeit abholen. Mein Vater hat gleich feiern. Die vier jungen Männer beteuern ihre Unschuld, gelten aber weiter als verdächtig. Einer aus der Clique will seinen Vater von der Nachtschicht abholen und hat Angst, dass es Ärger geben könnte. Ja, dauert es lange, weil mein Vater wartet. Ich sollte ihn jetzt nach Hause fahren. Ja. Deswegen. Ja, der kann ja hier rüberkommen. Ja. Wenn der Vater jetzt sieht, dass er hier mit Polizei gerade steht und... zu Hause kriegt er Schläge mit. Ja, das hast du gesagt, das weiß ich nicht. Aber es geht einfach um Respekt. Es ist letzten Endes diese Problematik, dass die Eltern gerade aus unserer Herkunft, sag ich mal, immer was Falsches denken. Also die denken immer negativ. Wenn sie merken, dass die Polizei mit im Spiel ist, dann hat der Vater immer das Gefühl, der hat wieder Scheiße gebaut. Tut ihr mir mal gefallen, könnt ihr mir einmal eure Hände zeigen? Also von vorne, also oben quasi. Sehen Sie keine Dings hier, Blutspuren, dass die zugeschlagen haben? Ja, weißt du, das Problem ist, ich bin halt nicht mit dabei, ne? Und alles klar. Gut, wir warten noch mal ganz kurz, was die Kollegen jetzt melden. Nadja steht im Kontakt mit der Einsatzzentrale. Über Funk wartet sie auf den Bericht der anderen Streifenwagenbesatzungen. Hör zu, das ist Kronsberger Street, wo man Einzelkämpfer sieht. Ich liebe dieses Leben, jeder weiß, ich bin ein G. Block Rap, weil in den Taschen nur Ort steckt. Setz dich du Maske auf und lauf vor den Kopf weg. Straßendiebe, der keiner klare Ziele. Weil wir ein Cover spielen und... Ja. Gut, ist gut. Aber ich bin so ein bisschen Bushido und Sido verwöhnt. Ne? Also da musst du, glaube ich, noch ein bisschen... Deswegen. Schließlich die Entwarnung. Beteiligte der Schlägerei waren Ukrainer. Gar nicht verstehen, was die anderen von uns wollen. Wir sind an Recht und Gesetz gebunden. Und das muss man manchen Leuten eben auch ein bisschen anders erklären, als wenn ich jetzt ganz normal die Paragraphen runterrattere. Und dafür haben wir natürlich die Kollegen sehr gerne an unserer Seite. Nadja Poleschikova verließ 2001 mit ihrer Familie die ehemalige Sowjetrepublik Usbekistan. Schon als 12-Jährige hat sie ein klares Ziel vor Augen. Auch wenn man meine Freunde fragt, was sie mit mir verbinden, werden die immer sagen, die wollte immer Polizistin werden. Das wusste jeder in der Schule, weil ich mich auch im Praktikum freiwillig für ein Schülerpraktikum beworben habe. Ich habe mich gleich im 13. Jahrgang sofort bei der Polizei beworben. Und alle meine Freunde würden sagen, Nadja und die Polizei, das war schon immer so. Die Zentrale meldet eine gewalttätige Auseinandersetzung. Atta und Nadja übernehmen. Die Lage am Tatort ist unklar. Also wir fahren jetzt einmal in die Braunstraße und da wurde gemeldet, dass sich da mehrere Personen mitten auf der Straße hauen würden. Was ist mit den beiden hier? Was ist mit den beiden? Ja. 38, was ist los hier? Nimm mal die Hände nach hinten. So, du bleibst so, mal hier stehen. Aufsteigen. Opfer und Täter werden sofort getrennt. Offenbar ist der Fahrer des Wagens von dem anderen Mann angegriffen worden. Beide sind Russen und nicht sehr gesprächig.
Don't you speak with me? Okay. Aufgrund der Tatsache, dass ich ihn persönlich schwer einschätzen kann, wie er momentan drauf ist, ob er jetzt alkoholisiert ist oder ist nicht, weiß ich nicht. Aber er hat ja gerade schon so ein gewisses Aggressionspotenzial gezeigt. Habe ich ihm jetzt erstmal Handschellen angelegt. First of all, say me where your ID card is. Take off. Where is your ID card? In my pocket. Okay, and take off. Right or left? Take off. No, you stay now. Take off. First of all, you stay now. Ich muss ja erstmal gucken, dass er das nicht wieder hochschaukelt. Jetzt gerade quatscht mich wieder von der Seite voll. Check. Hier. Ja, ja, check. No, no, no. Neo, here's money. Open, please. I'm not. You wait 5 minutes. Where do you live? Where is your address? Open, open. Where is your address? Open. I'm not. Sie mal versuchen, auf seiner Muttersprache zu erklären, wenn ich ihm die Handschellen abmache. Говорите. Okay. Dann sag ihm, wenn ich die Handschellen abmache. Я сначала говорю. Здесь проблема, да? Какая и чтобы проблема? Эту проблему какая решить, проблема? Какая когда проблема? Мы подъехали сюда, мы видели, хорошо. Как вы на этого человека кулаками били. Я сначала говорю. Я сейчас сначала говорю, да? Sag, solange die Handfesseln nicht abgenommen werden. Dann erkläre ihm einfach nur ganz kurz, wir nehmen die Handfesseln.